Ja, hallo, herzlich willkommen heute auf meinem Kanal. Heute habe ich was ziemlich Cooles wieder drauf oder eine coole Idee gehabt. Heute will ich mal die zwei Drohnen vergleichen, die DJI Mini 2 und die Mavic Air 2S. Manche sagen, das ist Quatsch, ich kann ja keine Ahnung, keine Hühner mit Eiern vergleichen, wie auch immer halt. Aber mir sind wirklich zwei, drei, vier Sachen aufgefallen, die bei der Mini DJI Mini 2 viel besser sind wie bei der Air 2S. Und da wollen wir heute gemeinsam auf den Grund gehen. Ich packe es erstmal aus, baue es zusammen und dann sehen wir uns wieder. So, hier habe ich die zwei Stücke, ja, die unsere Männerherzen erfreuen lassen, auch Frauenherzen. Diese wunderbaren Fluggeräte, wie gesagt, DJI konkurrenzlos, muss man ganz einfach sagen. Ich wüsste nicht, ob jetzt in dieser Qualität noch andere Drohnen hier weltweit vertrieben werden. DJI wirklich eine Monopolstellung und muss man sagen, okay, die haben wirklich immer geglotzt, immer ihr Bestes gegeben und ja, das ist halt ihre Belohnung. Sie sind wirklich einzigartig, die Marktstellung. Und ja, diese beiden coolen Drohnen. Und da will ich mal anfangen. Es sind zwei, drei Sachen, die mir an dieser eher absolut nicht gefallen, die hier viel besser gelöst sind. Das erste ist natürlich das Gewicht. Klar, hier steckt viel mehr Technik drin. Hier nicht so viel Technik. Das heißt, hier wird um jedes Gramm gefeitet. Hier habe ich 250 Gramm, mehr nicht. Hier bin ich auf 600, 700 Gramm. Ich habe nicht das Maß genau im Kopf. Jedenfalls bin ich über die magische 250 Gramm Grenze hier drüber. Und ja, haben natürlich hier viel mehr Technik eingebaut. Eine Sache, die mir ganz positiv ausfällt, dass hier schon ein Propellerprop mitgeliefert worden ist. Hier habe ich den mir separat mal gekauft. Und ich meine, macht wirklich Sinn, wenn man die Drohne so in die Tasche packt und damit die Propeller sich nicht in der Wäsche oder wie auch immer verheddern. Das ist wirklich eine coole Sache. Hier muss man es machen. Bei der DJI Mini 1 gab es immer riesen Probleme mit den Propellern, dass sie sich verbiegen. Und dann hat man halt immer das schon vom Werk aus gemacht. Gute Idee, DJI diesen Propellerhalter mitgeliefert. Ich mal Punkt 1 für die Mavic Mini. So, jetzt das ist hier quasi ein No-Name-Produkt, kann man sich überall im eBay kaufen hier. Ja, zweite Sache, die mich manchmal echt ein bisschen nervt, an dieser hier, ist nämlich der einen Ausschalten-Knopf. Hier habe ich ihn hier unten dran. Muss natürlich vorne den Gimbal abmachen, vorne den Gimbalschutz abmachen, draufdrücken. Und ist auch ziemlich gesichert. Hier habe ich den einen Ausschalter hier drauf. Das heißt, oft, wenn ich manchmal diese Halterung wieder dran gemacht habe, bin ich drauf gekommen, ist die ganze Drohne angegangen oder selbst in der Tasche hatte ich die Drohne gehabt, ist das Ding angegangen. Wirklich absolut nervig. Da meiner Meinung nach kann man den Ausschalterknopf irgendwie woanders machen, wo einfach weniger stört. Zweite Sache, die mich ein bisschen nervt, die hier wirklich top gelöst sind, einmal hier, wenn ich an den Akku will, ich kann die Drohne zusammenlassen hier, ziehen einfach hin raus, fertig ist die Laube. Hier muss ich immer das ganze Ding abfriemeln, hier zur Seite klappen und kann hier erst drauf gehen und hier mir den Akku erst raus machen. Ist quasi der einen Ausschalter hier auf dem Akku verpackt. Gefällt mir auch nicht, müsste man auch besser machen. Jedes Mal muss ich die Drohne auseinanderbauen, um hier den Akku auszuwechseln. Dritte Sache, hier hinten steckt die Speicherkarte drin. Super. Ich kann das so rausnehmen, hier einlesen lassen, wieder hier reinstecken. Und hier, was muss ich hier machen? Und nochmal.
hier gehe ich hier ran und stecke hier die Speicherkarte ein, aus. Und ich finde jedes Mal ein Gefummel, immer die Arme abzuklappen, kann man so streiten. Ich finde es ein bisschen nervig, wie gesagt, ganz einfach lösen wie hier. Ja, das sind jetzt so zwei große Punkte, die mir an der Mivi, Mavic Mini 2, an der Mini 2 viel, viel besser gefallen als hier an der Air. Klar, ist teurer. Wir sehen, es hat einen größeren Chip vorne dran. Allerdings können beide 4K machen, was eigentlich so mittlerweile Standard ist. Wie gesagt, bei YouTube, wenn man da was hochlädt, und das ist immer noch in Full HD, immer noch, sieht immer noch top aus. Der Spark zum Beispiel, immer noch top Qualität. Also ich weiß nicht, ob es nichts Besseres gibt, außer DJI. Also, aber 4K ist eben 4K, man kann eben wunderbar reinzoomen. Zum Beispiel, wenn man nicht richtig wo ranfliegen darf, ne? Naturschutzgebiet, mache ich es gerne mal. Fliege ich dann nochmal links und rechts vorbei nochmal und zoome dann einfach im Takt der Musik, zoome ich dann einfach nochmal mit der Software dann ein bisschen rein, den Ausschnitt verkleinern, vergrößern oder verkleinern. So habe ich noch eine coole Perspektive, bin ein bisschen näher dran und bei 4K oder jetzt hier kann ich sogar 5,2K machen, das ist noch eine ganz feine Sache. Ja, das sind jetzt so die Sachen, die mir jetzt hier so auffallen. Wie gesagt, ich habe mir die im April geholt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich quasi fast nur mit dieser Drohne geflogen. Irgendwie, keine Ahnung, es gibt mir irgendwie ein sicheres Gefühl durch die Sensoren. Wenn ich irgendwie ein bisschen weiter weggeflogen bin, weiß ich genau, wenn die Drohne auf mich zufliegt. Dann und irgendein Hindernis ist, da habe ich ja schon ein bisschen Schiss gehabt, dass die Drohne mir irgendwo reinrauscht. Da, ja, bin ich natürlich mit den Sensoren auf der sicheren Seite. Ich habe hier auch eine Beleuchtung dran. Ja, ich fliege eh nicht im Dunkeln. Wie gesagt, fürs Dunkle brauchen wir ja extra eine Genehmigung. Offiziell ist es verboten. Deswegen ist es für mich nicht ganz so schlimm. Wenn ich mir hier Lichter ranmache, komme ich hier über 250 Gramm drüber. Was ich halt noch ziemlich cool finde, ADS-B, das ist quasi ein Empfänger, der Transponder-Signale vom Flugzeug empfängt. Die müssen immer 7000er Nummer eingeben in Transponder. Habe ich mich jetzt mal ein bisschen befasst. Habt ihr im Flugsimulator überall, habt ihr in den Flugzeugen Transponder drin. 7000 ist hier die normale Flugkonfiguration, wenn ihr euch da in der Luft bewegt. Dann habt ihr, glaube ich, 7700 müsst ihr eingeben, wenn ihr eine Notlage habt. 7500, wenn ihr entführt werdet und 7600, wenn ihr zum Beispiel einen Funkausfall habt. Müsst ihr diesen Transponder eingeben. Und so wissen die dann Bescheid, die Flugsicherung auf Flugradar. Könnt ihr das alles sehen. Flugzeuge haben alle ihren Transponder eingeschaltet. Also beim Militär ist es vielleicht noch ein bisschen anders, das kann man vielleicht nicht sehen. Da kann man dann die Flugzeuge sehen. Ja, das hat mich einer gefragt, ja, die Flugzeuge fliegen ja gar nicht so tief. Also ein Düsen vom Passagierflugzeug fliegt seine 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 Meter hoch, das ist richtig. Aber die normalen Ultraleichtflugzeuge zum Beispiel, die kommen schon mal relativ tief. In der Stadt müssen sie mindestens 1.000 Meter hoch fliegen, 1.000 Fuß hoch fliegen, das sind so 300 Meter. Aber auf dem Land können sie schon mal tiefer kommen. Und ich habe es wirklich letztens gesehen, flog irgendwie ein Flugzeug sehr tief. Wahrscheinlich ein Ultraleichtflugzeug. Ich habe es nicht mal lokalisieren können, weil ich selber tief geflogen bin und die Drohne beobachtet habe. Plötzlich kam auf dem Fenster links davon, auf dem Handy, sagt: Achtung, Luftfahrzeug ist im Anflug, bitte landen Sie sofort. Oder so ungefähr halt. Also das klappt wirklich, macht wirklich Sinn, wenn das Flugzeug nah dran ist. Wenn es zum Beispiel 1000 Meter weg ist, denke ich mal, passiert noch nichts. Aber so ab 500, 600 Meter, könnte ich mir vorstellen, dass es da schon Alarm schlägt. Die Flugzeuge selber haben ja auch so ein Flammsystem, was dann warnt, wenn ein anderes Flugzeug in der Nähe ist. Und die müssen mindestens 600 Meter Abstand halten voneinander, meine ich noch. Ja, sollen wir die beiden Teile mal starten lassen? Und
Ja, was mir noch an den beiden auffällt, klar, das Drecksystem von der R zur S, eine super Sache. Ich brauche halt nicht mal in die Quickshots reinzugehen, um irgendwelche Flugmanöver zu machen. Ich strecke einfach das zu dreckende Objekt an. Selektiv-Tracking, coole Sache. Und dann richtet sich automatisch die Kamera der Drohne darauf aus. Und ich kann mich komplett aufs Fliegen konzentrieren. Das heißt, wenn ich wirklich einen geraden Flug mache und drecke irgendwas an, dann schwenkt die Kamera sich automatisch dann zu dreckenden Objekten. Das sieht richtig cool aus. Bei den Mini muss ich das immer alles von Hand machen und dann habe ich schon manchmal zwei, dreimal eingesetzt, um hier eben halt richtig da einen coolen Shot hinzubekommen. Das ist natürlich eine feine Sache. Die anderen Tracking-Sachen so, dass man die Drohne hinterher fliegt oder seitwärts parallel fliegt, sieht cool aus, aber ja, habe ich bis jetzt fast nie genommen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der mich selber immer tracken will oder gucken will, was ich mache, sondern eher so Landschaftstyp, wo ich halt Gebäude umfliegen kann, wie auch immer halt. Das, wie gesagt, gefällt mir halt sehr gut an der Sache. Fernbedienungstechnisch muss ich hier sagen, nehmen Sie sich hier fast nicht viel. Muss wirklich aufpassen, dass Sie nicht verwechseln. Ich habe mir hier auch einen kleinen Aufkleber dran gelassen, bis ich hier die ganze Sache nicht verwechsel. Von vorne sieht sie gleich aus. Hier sieht sie gleich aus. Also, top Sache. Klar, man muss sich irgendwie ein neues Rad neu erfinden, wenn sich das alte auch bewährt. Hier an den Akkus natürlich der Vorteil, kann ich sofort dran erkennen. Tippe ich einmal drauf, sind die vier LEDs, leuchten hier auf, ist der Akku voll. Fehlt irgendeine LED, das heißt, müsste ich mal wieder die ganze Sache nachladen. Bei der Mini kann man es nicht ganz so einfach überprüfen. Ich muss halt immer hier mein Ladegerät mitbringen, packe sie kurz rein. Dann müsste hier genau was aufleuchten, das heißt, sie sind noch fit. Und sobald eins oder zwei, drei Balken erlischt, muss ich halt nachladen. Ja, jetzt werden welche daherkommen und sagen, okay, hier für die Drohne hat unter 250 Gramm, da brauchst du keinen Führerschein. Ja, okay, brauchst du keinen, ist richtig, aber du musst die Drohne registrieren lassen, weil sie eben nämlich hier so eine schöne Kamera dran hat und dann kommst du um den Führerschein nicht drum herum, wenn man sich da bei DLF da diesen deutschen Luftfahrtflugsicherung da macht. Ist immer mit dann kostenlos noch, meine ich. Und da befasst man sich einfach mit dem ganzen Thema und startet wild nicht drauf los, dann, weil da kriegt man nämlich eine Registrierungs-ID, die man hier auf die Drohne dann draufkleben muss. Und da hat man automatisch gleich mit den Drohnenführerschein gemacht. Von daher ist das egal, ob ich jetzt die große nehme oder die kleine nehme, vom rechtlichen her. Ja, das muss jeder selber wissen. Klar, wenn ich hier 250 Gramm Video einschlagen, hinterlassen die nicht so ein großes Loch ja, wie die große, das ist ganz klar. Aber ja, das ist nicht ganz so irrelevant. Aber wie gesagt, soll jeder für euch selber entscheiden. Und ich hoffe für euch, dass ihr vielleicht jetzt für euch was gefunden habt und genau wisst, was ihr jetzt wollt. Okay, darum soll es ja gehen, dass ihr mit der Drohne zufrieden seid, die ihr habt. Wie gesagt, ihr müsst ja selber wissen, was euer Geldbeutel sagt. Wahrscheinlich, wie gesagt, das ist eine Geldbeutel-Entscheidung halt. Wie gesagt, da wirklich hier coole Videos machen will, viele Vorteile, Sicherheitsvorteile halt, hat die eher, wie gesagt, die sind natürlich viel kleiner, wiegt nur 250 Gramm. Und ja, sobald eine Mini 2 rauskommt, Mini 3 rauskommt, wie gesagt, dies müsst ihr euch wirklich selber entscheiden, dafür, wenn ihr eine bessere Bildqualität haben möchte. Und ja, wer ambitionierter ist, der wird sich die wahrscheinlich holen. Wenn du ab und zu mal im Urlaub mal ein paar Fotos von oben machen will, vom Stellplatz mit dem Wohnmobil oder noch andere Sachen, die nicht so, wer für sich nur selber machen will, da denke ich, mit der Mini total super klar und ist komplett ausreichend. Ja, ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal.